Wir haben ein ganz kleines Selbstgespräch. Ich weise dich jetzt einmal darauf hin, dass ich jede Kleinigkeit, wenn du Updates dir anhörst, Selbstgespräche anhörst, dass das Pixelmännchen Udo, der Lautsprecher, der jetzt ja auch da ist, den du dir ausdenkst, dass jede Kleinigkeit wichtig ist. Jeder Versprecher, jeder Aussetzer. Du musst dich dabei beobachten, wie du reagierst. Du wirst dann oft immer nachbessern. Ich zeige dir mal eine kleine Stelle aus dem letzten Selbstgespräch. Im Nachhinein wird dir das dann unheimlich logisch erscheinen. Wir machen das hier mal groß und dann hören wir da, halt, nein, ich kann ihn noch nicht, ich muss uns das laufen lassen und dann hör ganz kurz einmal rein. 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist und wie eine Wache in der Nacht. Das heißt, und jetzt pass auf, jetzt verspreche ich mich dann, oberflächlich betrachtet, bei dem Wort Schlaf, sage ich nämlich scharf. Wenn du schläfst, träumst du. Du schwänzt sie hinweg. Sie sind wie ein Schaf, sie sind am Morgen wie Gras, das aufsprost. Jeder Moment, der in dir Das auf. ist eigentlich schon interessant, kann man sagen, gut, ich habe mich versprochen, ich verhaspel mich ja öfters. Ich sage immer wieder, geh jetzt da gleich einmal wieder zurück, dass du mich wieder hast. So, was hat sich der Meister dabei gedacht? Und jetzt pass auf, wir brauchen immer das Engelische mit dazu. Und du wirst jetzt merken, was hat das Schaf und der Schlaf mit den Affen zu tun? Und das steckt in den Worten mit drin. Ich sage zuerst einmal, wenn etwas gleich klingt, egal in welcher Sprache der Welt, egal wie das geschrieben wird, wenn es in der Aussprache gleich klingt, hat es miteinander zu tun. Auf dieser höheren Ebene der Matrix. Ich mache zum Beispiel mal ein kleines Schaf ist ein Lamm. Das La MM wissen wir, gibt es verschiedene Namen. Das ist einmal der Seh, also 305 im Hebräischen, was ja auch, wenn ich jetzt dieses Seh mache, die Seele, ich setze dann für das E setze ich ein He. Das wird ja gleich ausgesprochen. Und dann kann man das E-Quadrat setzen, das ist dieses Ich-Ich, das erkläre ich ja in dem Selbstgespräch. Im Englischen heißt es aber Lamp, Lamp. Jetzt können wir aber das B und das B spiegeln und dann wird aus dem Lamp die Lampe. Wie sieht es aus, wenn wir jetzt aus dem Schaf ein englisches Wort machen, dann heißt es Sheep. Jetzt haben wir schon wieder die zwei E. Okay, das Schaf, da steckt das Wort Sleep mit drin. Jetzt ist das Schlafen, das Erschlaffen. Ich habe ja gesagt Schlaf, da steht ja Schlaf, das Erschlaffen. Hast du jetzt die Affen mit drin? Und so weiter. Ich könnte jetzt einen riesen Bogen, wenn eine erschlaffen, dann fallen die ja in sich zusammen, kommen in einen unbewussten Zustand. Die sacken in sich selbst zusammen, kann ich positiv und negativ sehen, diese Affen. Das sind aber die Affinitäten, die in sich zusammenfallen. Und jetzt ist ja das Schöne, dass dieses Shin und He, was ja eigentlich Schlaf heißt und Ja heißt, hast du ja auch wiederholen lernen, sich ständig verschieden sein auch, steckt auch in dem Wörterbuch mit drin. Da haben wir wieder schon dieses bistabile Verschieden. Ich habe das so oft erzählt, wenn du über den Jordan gehst. Interessant, in dem Moment, wo du dich als ein Brösel und der Brösel betrachtest, sind die anderen Brösel, die du dir ausdenkst, ja verschieden zu dir selber. Wenn einer tot ist, ich sage, lass die Toten ihre Toten begraben. Ein Toter ist auch, der sagt, der ist verschieden. Ein Begriff für Tod, der ist verschieden. Es gibt aber doch bloß einen Geist in einem Traum. Das ist der Geist der Träumenden und das ist der Einzige, der seine Informationen erlebt. Das sind so die Kleinigkeiten, die so hundertprozentig sicher sind und da gibt es auch nichts zu diskutieren. Und wenn jetzt eine diskutieren wollen, hast du wieder ein klares Zeichen, dass diese Menschen in Anführungszeichen, die immer nicht reflektieren, was du sagst. Und glaub mir, keiner hat da mehr Erfahrungen in mehr Leben eingesammelt wie ich. Man braucht sehr lange, das zu akzeptieren, dass man zuerst einmal allein ist. Das macht Angst. Aber dieses Alleinsein, wie oft wiederhole ich dieses Buch, dieses Selbst, nenne ich ja auch Selbstgespräche, die Bücher, weil du erzählst dir das ja selber, die sind in einer Ich-Form. Gott, UB 86, LHJ, ist allein.
Und das wird er nicht mehr sein, darum denkt er sich einen Ben. Einen Sohn, dass er dann und wann jeder Vater mit seinem Sohn spielen kann. Das ist die ganze biblische Geschichte. Und wenn du jetzt ein bewusster Schöpfer wirst, wirst du auch merken, dass du dich geistig weiterentwickelst. Wenn du ständig, wenn du was durchschaut hast, opferst du das momentane Buch für das nächste Buch. Aber opfern heißt ja eigentlich immer wieder bloß zurückbekommen. Wenn du der bist, aus dem alles entspringt. Das war es eigentlich schon. So ein kleiner Einschub, eine Erklärung. Darum ist es wichtig, dass du ständig, bewusst, wertfrei dich beobachtest, was jetzt da ist und wie du darauf reagierst, wie du was wertest. Du musst es übrigens auch nicht verändern. Ja. Sonst kommst du in den Kreislauf des blinden Arschlochs. Verstehe. Das ist auch jeder Beobachter, der irgendwas beobachtet und reagiert auf das, was er beobachtet, indem er das anders haben will oder Beifall klatscht. Es sind wieder nur die zwei Seiten. Das will ich nicht oder das finde ich toll. Du musst ein Beobachter werden, der beobachtet in sich, in seinen Traum, wie die Antagonisten oder eher als Protagonist aufeinander reagieren. Weil du beobachtest ja nur letztendlich deine Informationen. Das ist so ein einfacher Satz. Du, Geist, kannst nur deine eigenen Informationen erleben. Das widerspricht übrigens nicht einmal einer vollkommen geistlosen Naturwissenschaft. Weil du nur das erlebst, was in deinem Gehirn drin ist. Ich rede einmal voll geistlos naturwissenschaftlich. Ja. Es muss in dir drin sein und du bist der Einzige, der das, was jetzt in dir, in dieser persönlichen Traumwelt passiert, bist du der Einzige, der es erlebt. Niemals eine Figur, die du ausdenkst. Einfach nochmal das letzte Selbstgespräch oder hunderte vorhergehende anhören, wo ich das gebetsmannhaft wiederhole. Warum vergisst du das immer? Das ist so, wenn du, das ist irgendwie begriffen. Logisch, mittlerweile logisch, aber es nützt dir doch nicht, wenn du es nicht installiert hast. So wie du jetzt unbewusst in dir einen Glauben hast, der ja gar nicht in Erscheinung tritt. Du musst dir jetzt erst immer bewusst machen, was glaube ich jetzt eigentlich? Das ist darum, wenn ich als Udo immer jetzt als Brösel in dir sage und jetzt schau in dich rein und mach dir schonungslos bewusst, was du glaubst. Das ist dieses Schnipp und jetzt dreh den Kopf, schau zur Tür und schau die Türklinge an. Du warst auf hunderten Selbstgesprächen, das drauf ist. Wo war jetzt die ganze Zeit diese Tür, die in dir auftaucht? Zuerst ist es war Tür aufgetaucht. Weil ich der Lautsprecher jetzt dieses Geräusch ausgestoßen hat. Selbst das ist doch schon ein Konstrukt, weil es war ja auch kein Lautsprecher da. Der ist extra weiter an den Lautsprecher denkst. Also da gibt es eine Ebene drunter, die mir Datei nennen, die übrigens jetzt existiert. Jetzt denken wir bewusst an die Datei von diesem Video. Jetzt kannst du sagen, ja, die ist ja immer da. Ich sage, ja, die ist im Meer da, aber was im Meer sind keine Wellen. Die müssen auftauchen, das ist ein oberflächliches Phänomen. Das heißt, auch die Datei jetzt in einem gewissen Maß, die existiert jetzt, weil wir sie denken. Und selbstverständlich ist die als Grundlage immer da, so wie du jetzt deine Computermetapher hast, das habe ich hunderte Male erklärt. Aber existiert das existierende Heraustreten aus sich selber als Vorstellung einer Datei, tut es erst, wenn es gedacht wird, wenn es zu einer Information geworden ist, das heißt zu einer Gedankenwelle geworden ist, die in dir auftaucht. Übrigens, GE-Quadrat wird jetzt zu einem doppelt aufgespannten Ort geworden. Im Anfang war das Wort. Doppelt aufgespannter Ort. Und den Ort kann man wieder mit einer 70 lesen, dann hast du eine erweckte Erscheinung oder eine erweckte Spiegelung. Orte. Und dann kann man das noch rot machen. Und jetzt natürlich, wenn einer das erste Mal hört, ist vollkommen was für einen alten Holofeeling-Hasen, Wachträumer, bewussten Wachträumer-Haser, immer mehr ein Schmunzeln im Gesicht auslöst, ist einer, der das erste Mal hört, der wehrt sich dagegen und sagt, was ist das für ein Blödsinn? Und dann hast du noch ein riesengroßes Problem. Dieses Problem ist deine selbst ausgedachte Welt, wo du nichts festhalten kannst. Diese Veränderungen sind nicht festzuhalten, wie die Veränderung jetzt ausgedachterweise chronologisch deine Trockennasen auf eine Veränderung von einem Säugling bis zum Kreis. Wobei das eigentlich gar nicht genau stimmt, weil wir jetzt die erste Matrix weglassen. Da ist erst einmal ein befruchtetes Ei, das zu einem Embryo wird, das aussieht wie ein kleiner Wurm. Und dann erst wird er ein Minimensch, der die Matrix 1 verlassen muss und jetzt bist du in der Matrix 2, diese 3x3x3 Wachstumsstufen, die auch überreichlich erklärt werden.
immer aufbauend auf bestehendem Wissen. Man merkt, man muss es wirklich hunderte Male, tausende Male wiederholen. Diese 1000 Jahre, die 1000 ist ja Elef. Aleph Elef, das ist der Name des ersten Buchstabens. Wir können ja dieses ALP oder ALF, BH, BH heißt ja hier, das ist dieses Nichtwissen oder das göttliche Wissen. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Die Erkenntnis, dass in diesem Nichts alles drin ist. Nichts und alles ist wieder auch nur eine Spiegelung. Implosion, Explosion. Tausendfach erklärt. Du musst auch jetzt in dein Leben, das Einzige, was ich mir wünsche für dich Geistesfunk, für dich Gotteskind, dass du das jetzt mit einer Neugier angehst, dass du keine Angst hast vor der Zukunft, weil du jetzt verstanden hast, es wird in der Zukunft nichts passieren. Alles, was ist es jetzt? Und mir selbst als träumenden Geist kann überhaupt nichts passieren. Ich muss aber dazu erkennen, GR-Quadrat kennen, dass ich ein absolutes, nicht denkbares Nichts bin. Nichts kann nicht zerstört werden. Ich sage immer wieder, genau diese Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann. Du bist ein Nichts und alles, was in dir auftaucht. Das sind einfache Sätze. Es nützt nichts, wenn dir das logisch erscheint. Das muss installiert sein. Mein Beispiel mit dem Computer immer wieder. Und mach dir nicht so viel Gedanken über andere Menschen, wobei das schon wieder eine andere Aussage, eine einseitige Aussage ist. Und dann doch wieder. Das ist das als Brösel unter Brösel. Diese einfachen Jesus-Sätze. Geh mit den Menschen um, so wie du möchtest, dass man mit dir umgeht. Hilf in Situationen, wo du möchtest, dass man dir hilft. Du kannst es austauschen. Hör auf, andere zu bescheißen und zu belügen. Und da haben wir jetzt diese Fehler, und ich weise immer wieder darauf hin, dieses Wort Fehler heißt, es fällt sehr, sehr viel zur Vollkommenheit. Und die Lügen, die hier die aufgetischt werden über die Medien, die sind mittlerweile, wie weit muss ich die jetzt noch steigern, bis dir das auffällt? Und vor allem, bis dir auffällt, dass alle, die hier in dieses Horn blasen, der Massenmedien. Das beginnt ja mit Lügen, wo einem einfach die Spucke wegbleibt. Aber die Schwierigkeit, über was regst du dich eigentlich auf? Über Gedanken, die du selber denkst, weil du immer noch wirklich im tiefsten Innern glaubst, dass das, was in den Medien drinsteht oder auch in Büchern drinsteht, diese Halluzinationen, die du selbst in dir aufbaust aufgrund von Worten, gleichgültig, ob jetzt diese Worte Geräusche sind, aus einem Trockennasenaffenmund. Ich sage immer wieder, Persona heißt ja Maske, die Maskenträger. Hinter der Maske ist ein Mensch, der Mensch ist ein Programm. Das sind Androiden, das sind Roboter, Zombies, lebendige Zombies. Du siehst die Hülle, die Maske, die Persona. Und Personare heißt ja auch hindurchtönen. Was durch diesen Mund einer Maske hindurchtönt, ist geistlos rezitiertes Wissen, wie was jetzt aus dem Lautsprecher heraustönt, aus dem Handy oder dem Computer, den du jetzt dir sinnlich wahrgenommen ausdeckst. Da wird nur ein Programm abgespielt. So wie ein Schauspieler von der Bühne, gleichzeitig, ob jetzt der jetzt einmal, wenn wir Theaterbühne nehmen, ob der den Faust spielt oder ob der den Mephisto spielt. Es ist eine rezitierte Rolle. Und du hast dein ganzes Leben nichts anderes gemacht. Jede Reaktion, jede Interpretation eines Bildes wurde dir aufgezwungen von deinem Schwamminhalt, von dem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Und erst wenn du dich da komplett davon löst und dich selber beobachtest, wird dir das bewusst. Und vor allem, was jetzt zuerst einmal wie ich dick ist in dem Mittelpunkt, dass du jetzt volle Bereitseite im Spiegel, die Seite im Spiegel, erkennst, dass du dich dein ganzes jetzt ausgedachtes Leben, sprich, egal was du jetzt in die Vergangenheit denkst, ich sage mal, wenn du in dem Programm, in dem Buch zurückblätterst, heißt ja nur andere Bilder in der Transversalen immer jetzt ins Bewusstsein rufen, als Information. Dass du dich als der, der seine eigenen Informationen anschaut, die immer nur hier und jetzt sein können, dass du dich dabei überhaupt nicht verändert hast. Der Geist, der träumende Geistesfunk, der ein Leben durchlebt, ist das ganze Leben lang, ich sage immer wie beim Buchlesen, derselbe Leser, weil der ja nicht in dem Buch drin ist, sondern der ist das, der sich das Buch ausdenkt. Das Volumen. Das ist ja immer der Große, wenn wir, ich muss nochmal ganz kurz übertragen,
Pass auf, wenn wir jetzt hier reinspringen und wir machen ganz einfach mal ein Buch. Das ist ja ein Zauberwald hier ohne Ende. Das muss es nicht unbedingt als ein hebräisches Wort geben. Also diese Radix B-U-Chat, die gibt es im Hebräischen an und für sich nicht. Das sind immer viele, nicht, dass es das prinzipiell nicht gibt. Schau mal her, das Buch ist erst einmal der Jahwe. Das ist das Lebensbuch von Jahwe. Okay? Jetzt pass auf, wenn du das blau gelesen hast, das ist ja außen, außerhalb. Voilà, aufgespannte Kollektion. Die Kollektion ist das Buch. Und ich erkläre tausendfach, wenn du zum Lesen anfängst, musst du das erst einmal voilà aufspannen. Das heißt, du musst, schau das kleine Bild an, du musst aus dem einen Buch musst du zwei Seiten machen. Ja. Steht doch schon alles da. Merkst du, dass wir hier ganz leicht ein Programm machen? Jetzt ist aber das Problem, willst du jetzt da Informationen herausgenerieren, musst dich zuerst einmal für eine Seite entscheiden, für die oder die Seite. Aber jetzt hast du das nächste Problem, jetzt sind viele Zeilen da, dann musst du eine Zeile auswählen, dann sind viele Worte da, dann musst du ein Wort auswählen und jetzt kannst du aus den vielen Möglichkeiten, die du dir bei einem Wort denkst, mein 400-Seiten-Buch in dem Wort, magst du eine allereinzige Vorstellung, wenn ich jetzt sage, da steht zum Beispiel Krebs. Und jetzt werde ich, wenn ich physikalisch war in der Fourier-Transformation, wenn wir hier das ansehen, was du feststellen, dass jeder Spritzer, der rausspritzt, was du jetzt in dem Moment, wo du bei Krebs an der Krankheit denkst, ist das schon ein ganz bestimmtes Buch. Wo aber immer alles gleichzeitig ist. Das gilt auch beim Orchester, wenn ein Orchester spielt und ich tue nur einen Triangelschlag zum Beispiel einzeln herausselektieren. Gehört dieser Triangelschlag, der jetzt da ist, zu einer ganz bestimmten Symphonie, wo alle Töne und alles gleichzeitig da ist? Das ist die Eigenart der Digitalisierung in der Transversalebene, ich nenne es einmal so. Und darum ist jetzt, wenn du jetzt das Wort zum Beispiel Krebs auslegst als Sternzeichen, ich nenne mal ganz, ganz grob, es ist mit Sicherheit kein Kochbuch, sondern ein Astrologiebuch. Und wenn du Krebs als Krankheit auslegst, kann das natürlich auch in der normalen Lebensgeschichte sein, aber höchst unwahrscheinlich, dass das mit Astrologie dann zu tun hat. Das heißt, das, was du aus dem Wort interpretierst, zwanghaft, hängt schon damit zusammen, dass auf einer tieferen Ebene eine ganz gewisse Geschichte eine Facette aus dieser Geschichte ist. Also dieses Buch ist jetzt blau gelesen, eine polar aufgespannte Kollektion. Das heißt, es ist das eine Buch, dass du zuerst einmal aufklappen musst und du machst aus den vielen Seiten, das kann ein 1000-Seiten-Buch sein, holst du zuerst einmal ein Bärchen, eine Gedankenwelle Wellendahl heraus und jetzt musst du dich hier auf eine Seite denken, immer dran denken, ich schaue jetzt zum Beispiel nach oben und jetzt haben wir Oberwellen. Und das ist dieser Charakter, gerade in der Audiotechnik, wenn ich immer sage, dieses Prinzip der Oberwellen, da fange ich jetzt aber nicht nochmal an. Ein Grundton von 400 Hertz, den ich laufen lasse, kannst du sofort sagen, das ist eine Violine, das ist ein Klavier, das ist eine Flöte. Es sind immer exakt 400 Hertz. Dass du das genau definierst, hängt mit den Oberwellen zusammen. Und da muss man sich jetzt wirklich auskennen in der Physik und da sage ich dir gleich, du musst zuerst einmal das physikalische Grundlagen haben, dass du diese Art von Physik studiert hast, so wie es an den Universitäten gelehrt wird und dann kommst du zu mir und dann zeige ich dir, wo die Fehler liegen. Ohne dass die Formeln, das Prinzip stimmt. Aber das, was man dir erzählt hat als Erklärungsmodell, ist ein riesengroßes, das ist so voller Fehler. Aber das weise ich tausende Male drauf hin. Und wenn du zu mir kommst, ich bin in dir drin. Nochmal, ich bin der große Inspirator, habe ich im letzten Selbstgespräch gesagt. Jetzt schauen wir da mal. Buch, polar aufgespannte. Es heißt aber BWAF als Vorsilbe, heißt in ihm, ist eine Kollektion, ein Chat. Ja. Jetzt musst du Sefer nachschauen. Sefer ist das hebräische Wort für Buch. Das heißt natürlich jetzt auch Papier, Haare schneiden. Was hat es damit zu tun? Bar heißt das Äußere, in mir erwacht. BR heißt das Äußere, B heißt in mir, das Äußere in mir erwacht. Ich habe darauf hingewiesen, wenn wir jetzt in das H reingehen, HR, mal ganz die zwei A rausgeschmissen, heißt ja Berg. BRG heißt im erwachten Geist. Ja. Jetzt haben wir die Buchrolle, das führt dich dann zu dem Volumen. Dass da irgendwann einmal, Lumen heißt ja Licht. Mhm. Ein Bistapel kreisendes Licht. V steht immer für Bistapel, aber trotzdem kreisend. Hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel. Das kommt von Volvo. Evolutsvolvere. Evolver. Evolution. Alles, les, was gerollt, gewickelt. Das spielt keine Rolle, sage ich immer wieder. Eine Schriftrolle, die ursprüngliche Dora, die ursprüngliche Reihe. Und so Spiegeltunnel, wenn du ein bisschen den Winkel veränderst, wirst du feststellen, dass das eigentlich Facetten in einem Kreis sind.
wird sehr, sehr genau in den Offenbarungsschriften beschrieben. Im Allgemeinen Magnitudo Volumnis. Das ist das große Geheimnis des Zentrums. Um was dreht sich das Ganze? Und darum ist es auch hier ein Geros, ein größeres Werk, ist ein Band, ist das Buch. Aber das Ganze kommt eigentlich von einem Karais. Das heißt, ein Spiegelbewusstsein. Denken wir dann in den Spiegeltunnel, wenn man hier den bisschen die nicht ganz genau parallel stellt. Und das folgt dann zu einer Krümmung, zu einer Windung. Wind ist Ruch, die vier Weltgegenden. Wir in Gott. Wir, BL heißt in Gott, wir in Gott. Wir können das L mit 70 schreiben, dann hier werden in uns selber heben wir was hoch. Und das, was wir in uns hochheben, ist die Welle. WL heißt wieder hochgehoben, auseinandergeschmissen. Klatsch. Reine Physik. Und natürlich bildlich, Bild ist das der Generierte, die Erde, der Generierte, ist ein ständiger Wechsel. Alles perfekt. Bist du noch dran, Ron? Jetzt hat sich's rausgehört. Ron. Ja, ich bin hier.